Jetzt geht es um Kanye West. Er war einer der größten Musikstars der Welt, das kann man nicht anders sagen. Doch jetzt sinkt er wirklich immer, immer tiefer. Auf seine antisemitischen Tiraden folgt nun eine weitere Ungeheuerlichkeit. In einem verstörenden Interview lobt Kanye West den Nazi-Tyrannen Adolf Hitler. Es fällt sogar der unfassbare Satz: Ich mag Hitler. Ich sehe auch gute Seiten an Hitler. Es ist der Gipfel der Ungeheuerlichkeit. Kanye West, versteckt unter einer Strumpfmaske, rühmt Judenmörder Adolf Hitler. In der Sendung Infowars des verurteilten rechten Verschwörungstheoretikers Alex Jones. Dieser Typ hat Autobahnen erfunden und Mikrofone, die ich als Musiker benutze. Du kannst nicht laut behaupten, er hätte nie etwas Gutes getan. Es ist die jüngste von vielen antisemitischen Tiraden. Unter anderem schrieb Yee in sozialen Netzwerken, dass er jüdischen Menschen den Tod bringen wolle und zeigte das Bild eines Hakenkreuzes inmitten eines Davidsterns. Damals wurden die Irrenmeldungen entfernt, doch jetzt ist Schluss. Twitter löschte jetzt Kanyes kompletten Account. Ich habe mein Bestes versucht, trotzdem hat er erneut gegen unsere Regel gegen die Aufstachelung zur Gewalt verstoßen, begründet Elon Musk. Auch das rechte Online-Netzwerk Parler, ein Twitter-Rivale, hat dem Ex-Rapper eine Abfuhr erteilt. Yee hatte geplant, das Portal zu kaufen, doch der Deal ist jetzt vom Tisch. Kanyes wirre Aussagen sind inzwischen selbst eingefleischten Fans zu viel. Für viel Geld wird West von der Haut gelasert. Doch unfassbar, es gibt immer noch stille Befürworter. Kürzlich lud ihn Ex-US-Präsident Donald Trump zum Abendessen ein. Mit dabei war auch der Rechtsextremist Nick Fuentes. West bewundert Trump seit Jahren. Wie viel Trump wirklich von seinem Freund Yee hält, wird sich wohl zeigen, wenn der Kampf um das nächste Präsidialamt startet. Für Kanye West zumindest scheint der Absturz ins Bodenlose derzeit unaufhaltbar.